vor allem lange, schnelle Schritte zu schulen, benutze ich ganz gerne immer hier Freiwurfkorbleger. Für die Jungs ist es ein bisschen weit, die Freiwurflinie zu benutzen, deswegen benutzen wir jetzt die grüne Linie. Muss aber jeder Trainer für seine Kinder individuell anpassen. Aufgabe wieder, Ball aufwerfen, ins Triple Threat gehen, Ball zur Hüfte, Schritt nach außen, mit Setzen des Fußes dribbelt der Ball, danach wieder sofort zur Schulter, Fuß drehen, 1, 2, Korbleger. Diese Übung mache ich immer abwechselnd von rechts nach links. Erster macht immer nach rechts, zweiter macht nach links, dritter nach rechts und so weiter. Auf geht's. Ja, Fuß auf die Linie. Gut. Du machst nach links. Fuß auf die Linie, Anton. Stopp kurz. Ja, da war jetzt besser. Achte darauf, dass ihr den Schritt hier zur Seite macht. Und jetzt geht's erst zum Korb. Ihr müsst dabei tief sein und ihr müsst den Fuß drehen. Geht natürlich einfacher, wenn man hier schnell dreht und zum Korb schneller wird, als wenn man es langsam macht. Let's go. Ja, Triple Threat. Gut.